Ja, liebe Zuschauer, Sommerzeit bedeutet Ferienzeit, Zeit zum Verreisen. Und da bekommt man richtig gute Laune, oder? Oh ja. Und da haben wir eine Neuheit für Sie, denn wir machen Schluss mit umständlichen Hartscheinkoffern, mit Gepäck, liebe Zuschauer, dass man auf dem Auto stauen muss, weil sonst einfach, ja, nur eine Person mitfahren kann. Ne? Kennst du ja selbst auch, oder? Wenn man in den Urlaub reist, jetzt mal mit dem Auto angenommen, hat man eigentlich nur diese großen Hartscheinkoffer zu Hause. Ja, aber die erstmal blöd zu platzieren. Genau, ne? Die erstmal ins Auto bringen, liebe Zuschauer. Die dann noch platzieren bzw. stapeln. Das ist immer ein bisschen was wie Tetris spielen. Und vor allem hat man dann meistens einfach nicht genügend Stauraum. Wir möchten Ihnen jetzt zeigen, wie Sie eine richtig leichte und vor allem XXL große Reisetasche perfekt in jedes Fahrzeug bekommen, aber auch perfekt zum Fliegen nutzen können und Co. Denn das ist unsere Neuheit, die ultraleichte 2-in-1 XXL-Tasche. Ja, Sie sehen schon, die ist wirklich XXL und das ist kein Hartschalenkoffer. Sie sehen es, sie besteht hier aus Stoff. Das heißt, selbst wenn ich die nicht voll habe, das hast du ja beim Koffer, wenn er nicht voll ist, dann hat man trotzdem keinen Platz im Auto. Hier aber schon 110 Liter passen hier rein, das ist eine ganze Menge. Nur jetzt denken sich einige, na Moment mal. Das jetzt schleppen, 110 Liter, nein, das überhaupt nicht, denn wir haben ja gesagt 2-in-1. Das heißt, wenn Sie wollen, als XXL-Tasche, ob Sporttasche, Reisetasche, Wochenendtasche, wie auch immer, oder aber, und jetzt schauen Sie mal, was jetzt passiert, ich kann das Ganze auch wie ein Trolley benutzen. Ne? Das kennt man ja, einfach ganz bequem hinter sich herziehen, la 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 la. So, wenn ich die Tasche jetzt aber nicht voll habe, 110 Liter, ne, habe ich ja gesagt, so, und ich will nur übers Wochenende verreisen oder ich will die als Sporttasche nutzen, dann mache ich den Trolley hier einfach runter. Das heißt, ich habe hier zwei so kleine Henkel und das kann ich jetzt auch separat nutzen. Das heißt, ich mache das jetzt hier einfach ab und kann die Tasche auch ohne Trolley-Funktion benutzen. Also wir haben das jetzt hier natürlich richtig schön festgemacht, ne? Aber theoretisch ist das eine ganz kleine Handtasche. Kann man ja auch als Handtasche benutzen. Und wie gesagt, 110 Liter. Jetzt müssen wir das nachher mal in Ruhe machen, ne? Aber das ist schon cool, oder? Ich finde das klasse, liebe Zuschauer. Vor allem auch gerade, wenn man in Mietswohnungen wohnt zum Beispiel. Genau. Und einfach Reisekoffer hat. Ja, da muss man die immer irgendwo lagern und unterbringen, weil die ja viel Platz wegnehmen. Ja. Das jetzt, und das zeigen wir Ihnen gerne mal, wenn die Anne-Kathrin den wieder zusammengebaut hat, kann ich jetzt natürlich, wenn ich möchte, auch ganz einfach unter das Bett schieben, um es wieder zu verstauen. Genau. Sie sehen, das könnte man theoretisch aufstellen. Hier haben wir dann natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze richtig schön einzuklappen bzw. wieder platzsparend zusammenzufalten. Und wir öffnen jetzt einmal die Tasche für Sie. Falls Sie sich jetzt gefragt haben, ist da schon was drin? Selbstverständlich, wir haben unser Urlaubsgepäck schon eingepackt. Da geht ein Hemd mit, eine Hose, ein Bademantel, liebe Zuschauer, noch ein Hemd kommt mit. Ach, da haben wir eine ganze Menge für Sie dabei. Hört gar nicht mehr auf. Und da passt noch viel mehr rein. Ich dachte, die ist von mir. Ach, das ist deine? Das ist ja toll, liebe Zuschauer. Das sehen Sie mal, ne? Und guck mal, ich dachte schon, da war gar nichts drin, ja? Die war ja wirklich so klein. Aber schauen Sie mal, was wir alles rausgeholt haben. 110 Liter. Und somit kann man richtig bequem reisen, ja? Also das ist so viel, auch schön mal als Strandtasche für die ganze Familie, ne? Oh, ja. Badematten, Badeanzüge, Sonnencreme, dann die ganzen Wassermelone, dann natürlich auch die Schwimmflügel, alles, was man braucht. Das ist richtig cool. Und wenn das dann zu schwer ist, ja, dann benutze ich das eben ganz normal wie ein Trolley mit den Rollen. Könnte ich zur Not auch für meine Einkäufe nehmen. Das ist ja toll, liebe Zuschauer, dass Sie hier eine Vielfalt an Möglichkeiten haben, das Ganze einfach für verschiedene Dinge zu nutzen. Für die großen Wocheneinkäufe, wo Sie einfach sagen, ich kann das vielleicht auch gar nicht mehr schleppen. Sie sehen an der Seite mit theoretisch auch noch eine Außentasche, um Portemonnaie und alles zu verstauen. Dann selbstverständlich als Reisetasche, wenn Sie nicht viel Platz haben. Oder natürlich auch, liebe Zuschauer, das hat Anne-Kathrin gesagt, als Strandtasche, die man dann ganz einfach mitnimmt. Dadurch natürlich vielseitig einsetzbar und vor allem nimmt das Ganze jetzt auch nicht viel Platz weg. Eben. Gerade wenn man, wie gesagt, mit dem Auto irgendwo verreist in den Urlaub, hat man ja meist immer nur einen begrenzten Platzbedarf. Hier sehen Sie jetzt, wenn ich theoretisch nicht die komplette Tasche brauche, könnte ich die natürlich an den Seiten dann auch etwas enger zusammendrücken, sodass hier dann entweder die volle Möglichkeit ausgenutzt wird oder dann nur die halbe, wie Sie wünschen. Auch sehr, sehr schön im inneren Teil dann nochmal mit so einem Innenstoff bezogen, dass selbstverständlich Ihre Kleidungsstücke und Co. hier ganz einfach geschützt bleiben. Ich stelle mir das jetzt aber auch schön vor, Anne-Kathrin, für so Sportler zum Beispiel, für so Leute, die jetzt auch sagen, alles. Ich gehe Tennis spielen oder ähnliches, da kann ich ja dann auch alles mitnehmen, also vielseitig einsetzbar.
ob als Sporttasche, ob Einkaufstasche, ob Wochenendausflug, ob ja Familienausflug, Baggersee oder eben wirklich als Reisetasche für den Urlaub. Das ist ja das Schöne, ne? Also gerade wenn Sie jetzt sagen, ich fahre zum Beispiel, gibt es ja so viele Urlaubsziele, wo man sagt, da kann man richtig günstig einkaufen, ne? Dann reisen Sie mit einer fast leeren Tasche, die dann nicht viel Platz wegnimmt, und dann später, wenn Sie dann wirklich was Tolles geshoppt haben, ganz viele Mitbringsel, dann packen Sie die hier rein. 110 Liter, und das Tolle, man muss die nicht schleppen. 110 Liter, jetzt mit Trolley-Funktion. Ich kann mir das aber, wie gesagt, auch wunderbar zum Einkaufen vorstellen. Ja, so eine schöne, große, stabile Tasche kann man ja immer gebrauchen. Oder jetzt eben für das Freibad. Dank der Außentasche habe ich dann, oh, Entschuldigung, auch schnell den Zugriff auf mein Portemonnaie, auf die Sonnenbrille, vielleicht auch einen Ausweis, was auch immer. Und die packe ich in den Kofferraum. Ja, und diese Trolley-Funktion ist wunderbar. Wie gesagt, den Teleskopstab kann ich ja ausfahren. Wir machen das nochmal zu, wir zeigen Ihnen das nochmal. Das ist so ultra praktisch. Weißt du, was ich super finde hier? Erzähl. Und klasse, dass die Tasche an sich halt auch ein sehr, sehr geringes Eigengewicht hat. Das ist auch immer ganz wichtig, gerade für die Personen, die jetzt in den Urlaub fliegen. Da spreche ich auch von mir zum Beispiel an dieser Stelle. Ich kenne das selbst auch. Ne? Man hat seine 20, 23 Kilo, die man mitnehmen soll, wenn der Koffer aber alleine schon 5 oder 7 Kilo wiegt, dann ist das Ganze natürlich schwierig. Hier haben Sie ein ganz, ganz minimales Eigengewicht. Ne? Genau, wirklich federleicht und können demnach natürlich hier mehr Dinge einfach mitnehmen. Ja. Und das macht das Ganze auch sehr interessant. Finde ich auch. Und wie gesagt, auch hier ist alles sehr schön stabil, schön reißfest. Also Sie müssen da jetzt nicht nur 110 Liter irgendwas ganz Leichtes reinpacken. Das können auch ja, Flaschen sein, für die Wasserflaschen, was auch immer Sie gerne transportieren möchten. Ja, für die ganze Familie ein toller Ausflug. Und das ist ja wichtig, dass man das Gepäckstück nicht schleppen muss. Also es ist wirklich furchtbar, ja. Wenn Sie das schleppen müssen, das geht so auf die Schultern, auf den Rücken, hier einfach bequem hinterherziehen. Sie sehen es, wir haben hier zwei Laschen. Da stülpe ich das einfach nur drüber, über diesen Teleskopstab, der übrigens herausziehbar ist, bis 100 cm. Also ob Sie jetzt groß sind, klein sind, das ist wirklich ultra bequem. Und wie gesagt, wenn man den Ballast einfach hinter sich herzieht, merkt man das Gewicht ja gar nicht. Und das ist das Schöne, hier einfach drüber spannen und dann auch zum Verstauen dann wieder schön, wenn man zum Beispiel sagt, ach Mensch, jetzt sind wir wieder zu Hause, jetzt möchte ich das in den Schrank packen. Auch das ist ja ultra leicht, ultra simpel. Gehen Sie jetzt in die Leitung, rufen Sie an, NX8442 und die 569. Auch schön, wie gesagt, mit der Außentasche. Also besser kann man es nicht haben. Und wie gesagt, Hartschalenkoffer, du hast es gesagt, allein die bringen ja schon ein Eigengewicht mit von 5 bis 7 Kilo. Ja, und meistens muss man dann im Urlaub immer drauf zahlen. Ja, liebe Zuschauer, deshalb hier gleich in die Leitung gehen. Das ist wirklich klasse und vor allem so clever gemacht. Aus dem Hause X-Case übrigens, Sie kennen es, X-Case Markenqualität, die Sie ja hier wieder an dieser Stelle bekommen, zum kleinen, fairen Preis. Auch da muss man sagen, normalerweise zahlt man ja für Taschen bzw. für Koffer gut und gerne mal dreistellige Beträge. Hier befinden wir uns bei 32,21 Euro, Spitzenpreis. Wahnsinn. Mit der NX8442 und der 569. Ich finde das klasse, wie gesagt, gerade die Vielfalt an Möglichkeiten, die Sie dadurch haben. Und wir zeigen Ihnen gleich auch gerne nochmal, wie das Ganze, wie gesagt, auch sehr, sehr schön einfach verstaubar ist. Und wie man dann die Tasche natürlich auch einfach als Tragetasche nutzen könnte. Obwohl ich denke, dass Sie den wahrscheinlich hier als Trolley in Betrieb nehmen werden, weil das Ganze natürlich viel, viel simpler und einfacher ist. Das sind hier diese Laschen, von denen du gesprochen hast. Genau. Ne? So, dann zieht man das hier raus. Zack, zack, zack. Jetzt haben wir die Tasche ja schon befüllt für Sie. Schwuppdiwupp, einmal zur Seite gelegt. Ist ja auch an sich sehr leicht, ne, der Trolley. Genau. Hier. Und zack, kann ich das Ganze jetzt auf der Schulter mitnehmen oder theoretisch auch verstauen. Und wir sehen jetzt auch hier ganz, ganz klein und super einfach, finde ich wirklich toll gemacht. Ja, vor allem auch jetzt für Sporttaschen, so wie du das gerade trägst. Ne? Wenn ich jetzt eine Sporttasche habe, was habe ich da? Da habe ich die Turnschuhe, da habe ich vielleicht, wie du gesagt hast, auch mal einen Tennisschläger, vielleicht noch ein Handtuch, das wiegt ja nichts. Aber gerade so Tennisschläger, die nehmen eben viel Platz weg, aber wiegen nichts. Das heißt, es ist nicht schwer, dann kann ich es wirklich so tragen. Sollte ich aber wirklich den ganzen Urlaub planen mit dem kleinen, mit der kleinen Tasche, oder klein ist ja untertrieben, 110 Liter, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn ich jetzt hier den Trolley nutze, ne? Was ich hier auch alles schön zusammenklappen kann, dann auch später. Schauen Sie mal, das ist dann wirklich so klein hier zusammengeklappt. Das heißt, das lege ich dann einfach in den Kofferraum oder in meinen Schrank. Es ist ganz schnell auch wieder aufgebaut, ja. Einfach hier dann die Tasche wieder draufklemmen. Also was will man mehr? Besser kann man es nicht haben, und vor allen Dingen jetzt für den Preis von 32 Euro ist doch irre, oder?
gleich in die Leitung gehen mit der NX84, 42 und der 569 für ihr All-in-One-Set zum kleinen Preis von 32,21 Euro. So können Sie jetzt reisen. So können Sie auch bei sich zu Hause Reisegepäck super einfach verstauen. Und das, wie gesagt, zum ganz, ganz kleinen Preis. Macht natürlich auch die Fahrt zum Strand deutlich angenehmer und einfacher. Katalog nachher gleich bestellen.